Und das Unternehmen passt auch zu mir. So, und das ist immer ganz schön, wenn so eine Harmonie da ist. Ne? Dieter Brandes war Bezirksleiter von Aldi Schleswig-Holstein, bevor er in den Verwaltungsrat nach Essen berufen und zu Theo Albrechts rechter Hand wurde. Kurz vor 8. Der Laden auf St. Pauli gehört zu Aldi Schleswig-Holstein und wird von dort abkassiert. Und, wonach stehen Sie hier an? Was denn? Wonach stehen Sie hier an? Nur, was man so braucht, ne? Essen, trinken. Das ist mein Alltagsbedarf. Nichts Besonderes mehr? Nee, nichts Besonderes. Ich muss noch zur Uni hören. Nachher nachmittags wenig Zeit. Deswegen muss ich vorher noch schnell den Einkauf erledigen. Und? Naja, interessieren wir uns natürlich schon. Ne? Über Lidl hat man viel gehört. Und Sie kümmern sich hier um den Aldi-Müll? Um alle. Aber jetzt habe ich auch keine Zeit. Gleich kommt Ware. Unsere Bitte um Drehgenehmigung hat die Firma Aldi leider abschlägig beschieden. Und so bleibt uns nichts, als uns in der klirrenden Kälte eines St. Paulianer Wintermorgens vor der Filiale umzusehen. Der Blick fällt, vielleicht etwas ungünstig für das Unternehmen, auf den Müll vor der Filiale. So spart Aldi die Müllgebühr. Vielleicht sind es solche Geizgeschichten, die der Albrecht-Familie den größten Reichtum einbringen. Ich bin vom NDR. Ach so, das will. Ja. Thema Aldi. Was ist denn das alles für Müll hier? Flaschenmüll. Der Wagen hängt gleich mit. Was ist denn das für ein Sender? NDR. 3? Ja. Und wann kommt das? Da kann ich Ihnen Bescheid sagen. Sind Sie denn hier fest beschäftigt? Ich bin jeden Tag hier. Morgens und nachmittags. Und ist das ein extra Job bei Aldi, sich um den Müll zu kümmern? Ja, ich arbeite mit mir war noch Ware einpacken. Gut. Im Gegensatz zu anderen Discountern, die ihre überzählige Ware mildtätigen Organisationen und Tafeln spenden, wandern Aldis Restwaren tatsächlich auf den Müll. Müll wird mit dem Lieferauto abtransportiert, das mit der gleichen Fuhre die Lebensmittel für weitere Filialen auf der Tour mitbringt. Aldi spart so an der Müllabfuhr, wo diese recht teuer ist. Die anderen Discounter machen das Aldi wie vieles andere längst nach. Und wofür wäre das? Für den NDR ist es. Ja. Wie geht das denn bei Aldi mit dem Müll? Was? Müssen Sie denn immer den Müll auch mitnehmen wieder vom Laden? Ja. Wenn Sie im Sommer unterwegs sind, stinkt es hinten auf der Ladefläche oft erbärmlich. Wir haben ja hier sozusagen einerseits den Müll, andererseits die Ware. Ich muss ab und zu, ja, nehme ab und zu was mit und wenn ich so halb leer bin, ja. Die Lebensmittelhygieneverordnung sieht eigentlich eine getrennte Beförderung vor. Schon über 4000 Läden hat Aldi in Deutschland, bald 10.000 auf drei Kontinenten. Nach den Erfolgen von Aldi begannen Handelskonzerne das Konzept abzuwandeln oder eiskalt zu kopieren. Penny, Plus, Netto, Norma, Lidl und Schlecker taten schon bald nichts anderes als die Aldi-Brüder. Schärfster Konkurrent von Aldi wurde Walmart. Mit flotten Parolen waren die Amis in Deutschland gegen Aldi angetreten. Gestern war in der Bild-Zeitung ein Artikel darüber, dass wir sogar den Aldi in den Standardlebensmittel geschlagen haben. Ihr kennt unsere Produktreihe Smartpreis, wir haben uns schon drüber unterhalten.
die Haarmilch ein Pfennig billiger als Aldi. Das finde ich eine ganz tolle Sache. So finden wir uns dann auch positiv in der Presse wieder. Mit Riesenverlusten zog sich der US-amerikanische Walmart-Konzern vom deutschen Markt wieder zurück. Was haben die Amis nur falsch gemacht? Gegen Aldis Prinzip der Einfachheit kamen sie nicht an. Wir sind immer noch Walmart, also bis nächste Woche. Heißt denn das eigentlich, dass Aldi gesiegt hat, wenn Walmart hier einpackt? Kann ich leider nicht sagen. Habe ich nichts zu sagen, weiß ich nicht. Und was wird aus der Belegschaft? Darüber will ich nicht sagen. Verschwiegene Discountwelt. Aldi macht selbst aus seinen Erfolgen noch ein Geheimnis. Jedes dritte Glas Gurken wird bei Aldi eingekauft. Ich mach was her als Morre. Jede vierte Kondensmilch, jede fünfte Packung Waschmittel. So spekuliert man. Aldi ist nach Schätzungen sogar Spitzenreiter beim Toilettenpapier. Karl Albrecht hat den Süden der Republik unter sich, Theo Albrecht den Norden. Hauptunterschied? Im Süden gibt es keine Betriebsräte. Sie haben da ganz klar gemacht, die Geschäftsleitung wünscht keinen Betriebsrat. Vor 2002 oder 2003 wollten eine Reihe von Verkäuferinnen in München einen Betriebsrat bilden. Damals wurden von unserer Seite die Kolleginnen unterstützt, informiert. Wir haben auch die Initiative übernommen und haben dann zu einer Wahlversammlung eingeladen. Die Geschäftsleitung intervenierte, manipulierte die Abstimmung. Die mutigen Aldi-Mitarbeiterinnen waren gescheitert. Ich glaube, dass das eigentlich unser Recht ist und auch die Öffentlichkeit wirklich davon informiert sein muss, wie es so abläuft bei der Firma. Oder wenn man versucht, einen Betriebsrat zu wählen, wenn man versucht, wirklich kämpft um einen Betriebsrat bei einer Firma, die sich schon seit Jahren dagegen wehrt. Yücel Kiedig war Aldi-Filialleiter in München. Nun arbeitet er beim Discounter A101 in Istanbul, einem türkischen Discounter nach dem Aldi-Prinzip. Yücel Kiedig hat die Kämpfe um die Aldi-Betriebsratswahl in München miterlebt. Wie sind denn Ihre Erfahrungen als Filialleiter in München in Bezug auf Betriebsratsarbeit gewesen? Der Betriebsrat war verboten. Bei Aldi Betriebsrat verboten. Und wenn jeder zum Betriebsrat gegangen ist, denke ich mir, ein oder andere, habe ich gehört, die sind ja rausgeschmissen worden. Paragraf 119 Betriebsverfassungsgesetz sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe für die Verhinderung oder Manipulierung von Betriebsratsarbeit vor. Zurück nach Deutschland. Ja, der klassische Streikbrecher kommt da. In Rade vorm Wald, im Reich von Aldi Nord, gibt es Betriebsräte. Ein Streik bei Aldi gegen die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Also hier befinden wir uns vor dem Zentrallager. Und zwar wird hier die Ware kommissioniert, die dann in die Verkaufsstellen ausgeliefert wird. Und auch die Verwaltung ist hier, Lohnbüro, Verwaltung, alles, was zur Abwicklung gehört. Ich bin heute auf dem Tag, ist ein Zufall, 20 Jahre im Unternehmen. Ich hatte also den Geschäftsführer und Personalverwalter gerade angesprochen nochmal, weil in unseren Läden krass gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen wird. Da wird also 13 Stunden durchgearbeitet, weil Personal fehlt. Man will mit Biegen und Brechen die Läden offen halten. Und er nimmt das nur zur Kenntnis, ist sich wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass das auch strafbar sein kann, wenn man das vorsätzlich macht. Ich habe ihn jetzt unter Zeugen nochmal informiert, ich mache das immer, jedes Mal. Als ich ihn vorgestern informiert hatte, abends hat er plötzlich keine Funkverbindung mehr am Handy, als ich ihm sagte, dass jemand mithört, dass ich auch Zeugen dabei habe. Jo, mal gucken, was passiert. Aldi hört mit. Im Streiklokal sitzen auch manche von der AUB, der Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Betriebsräte, einer sogenannten gelben Anti-Gewerkschaft. Hallo, ich bin Frau Stock und ich bin Filialleiterin. Und wenn hier Filialleiter sind, die wissen sicherlich, wovon ich rede. Wir werden dermaßen unter Druck gesetzt. Das stört mich hier am meisten. Wir werden hingestellt, als wären wir faul und nicht flexibel. Janet Stock war früher in der AUB, der Gewerkschaftskonkurrenz. Nun ist sie zu Verdi übergetreten. Ihre Kassiererin unterstützt sie. Ich bin bei der Frau Stock in der Filiale und ich hatte also letztens das Problem, wir waren zu einer Zweierbesetzung und die Schule rief an, mein Sohn hatte einen Unfall und musste zum Arzt.
Dumm gelaufen. Wobei eigentlich ganz gut, es war gerade im Wechsel, also es kam gerade die dritte Person, sodass ich mit einer halben Stunde Verspätung dann in Dabringhausen losfahren konnte. Mein Sohn geht in Remscheid auf die Realschule und konnte dahin und konnte mein Kind abholen und zum Arzt bringen. Hatte, weil ich gerade Pause hatte, eine Dose Fisch mehr aufgemacht und hatte diese vergessen in meiner Not, um mein Kind wegzuräumen. Frau Stock musste die auf Anweisung in meinen Spind stellen. Der Spind gilt selbst bei der Firma Aldi als Privatsphäre der Belegschaft. Also ich bin die Frau Spelter, auch Filialleiterin wie die Frau Stock. Seit ungefähr 3 Jahren bin ich Filialleiterin in Bergisch-Born. Und ich verstehe die Diskussion der Stunden von euch überhaupt nicht. Keiner, der Filialleiter in Rade vorm Wald, hat in seinem Vertrag stehen, dass er eine Richtwerttabelle einzuhalten hat. Nein, in den Verträgen der Filialleiter steht,